Hat ausgerechnet Finanzminister Christian Lindner sich beim Thema Geld etwas zu Schulden kommen lassen? Der Tagesspiegel hatte berichtet, dass der Finanzminister und FDP-Chef eine Videorede für die Bank gehalten habe, die seinen Hauskauf finanziere. Nun prüfe die Staatsanwaltschaft, ob sie die Aufhebung seiner Immunität als Abgeordneter beantragen solle. Ihm drohe ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme. Dem Spiegel sagte die Berliner Staatsanwaltschaft, dass die Prüfung der Immunität in so einem Fall üblich sei und nicht für einen Anfangsverdacht stehe. Lindners Anwalt teilte mit, seine private Immobilienfinanzierung hat Herr Lindner lange vor der Übernahme seines Ministeramts begonnen. Auch eine Sprecherin des Finanzministeriums betonte, solche Grußworte seien durchaus nicht unüblich. Der Tagesspiegel wirft dem Finanzministerium eine Behinderung der Aufklärung vor. Es hätte keine vollständige Liste der Auftritte bei privatwirtschaftlichen Unternehmen seit Lindners Amtsantritt an die Zeitung herausgegeben.